herzlich willkommen aus der Türkei. Dankeschön. Herzlich willkommen, ganz, ganz liebe Grüße aus der Türkei. Ich bin heute im La Perla lecker, lecker essen gewesen. Und ich hoffe, ihr hört mich. Und gleich werden wir schön Richtung Kümpfe laufen und schauen, was heute so los ist auf den Straßen. Ganz, ganz liebe Grüße. Heute Abend war schöne. Hallo, lieber Murat, Hallöchen, hallo. Freunde, jeden Montag und Donnerstag Steakabend. Ist Steakabend. Ganz, ganz leckere Steaks. Ich habe auch gerade gegessen. Ich komme eigentlich alle drei Tage hier hin. Und heute wollte ich euch die tolle Atmosphäre im La Perla zeigen. Und jetzt gleich gehen wir nach Kumköy, gehen wir spazieren bis in die Kumköy Mall und einmal die Mall of Fide. Da werden wir eine Runde machen. Du kannst jetzt mal Mall of Fide. Das machen wir unten, besser hier ist laut. Murat, lieber Murat, möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und wir warten auf mit Transfer. Immer noch 14 Euro. 14 Euro, super Preis, ja. Bye bye, bis später. Jetzt geht's los nach Kumköy. Hallo. Ich glaube, das Teeglas, ja. So, ihr Lieben. Hier ist La Perla gegenüber von Kumköy Beach Hotel. Ja. Also wer wirklich gerne mal ein Steak essen will, ich empfehle das sehr. Es gibt viele gute Restaurants hier in der Region, eins davon ist auch das La Perla. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Viel Spaß, Kollege Essen. Danke euch. Und hier haben wir ein Schuhgeschäft. Freunde, bitte nicht hier hinkommen. Der ist ein Dieb, der klaut Spaß. Spaß, hier ist der nette Herr vom Schuhgeschäft. Wer Schuhe kaufen möchte, gibt es günstige Varianten. Dann gibt es auch ein bisschen mehr Qualität. Schuhe, Sandalen, also ganz, ganz vieles mehr drin. Direkt neben La Perla. Alles Gute, ciao, ciao. Ja, Freunde, ihr seht, es ist auf den Straßen auf jeden Fall gut was los. Es laufen sehr, sehr viele deutsche Gäste gerade hier lang. Die Saison dieses Jahr fängt deutlich besser an als letztes Jahr. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Solange der Tee lecker ist, Freunde, ist man sehr zufrieden. Hier haben wir German Optik. Ja, auch ein ganz beliebter, wie heißt das? Optika. In der Türkei werden viele Gläser gekauft. Optikgläser, weil die Preise sind hier deutlich, deutlich günstiger. Und man hat dieselbe Qualität und manchmal sogar auch höhere. Ja, das liegt daran, halt, wie man das in Kauf nimmt. German Optik. Hier haben wir so schön Taschengeschäft. Ich zeige gerne die Geschäfte, Freunde. Das ist auch für viele Gäste schön, denke ich. Ihr mögt das. Schaut es euch auch, denke ich mal, gerne an. Und dann natürlich auch eine Unterstützung für die Arbeiter, die hier es sowieso jedes Jahr schwerer haben, weil in den Hotels halt alles gibt mittlerweile und deswegen denke ich, man sollte auch mal draußen in der Stadt spazieren gehen und die Geschäfte hier anschauen. Hier haben wir zum Beispiel ein Stück 25 Euro, zwei Stück 45 Euro Sportschuhe. Da stehen die Preise schön dran. Hier haben wir noch einen guten Optiker, das ist Kenan Optik, ist auch ein bekannter Optiker hier, könnt ihr gerne besuchen. Vielleicht Kennern Optik. Und die sprechen auch alle sehr, sehr gut Deutsch. Hier ist der nette Herr. Dann haben wir hier einen, wie heißt das? Ein Gewürzegeschäft. Ja, alles schon meist verpackt, wie es aussieht. Spielsachen für Kinder. Hier haben wir Sporthosen. Sorry. Sporthosen 10 Euro. 10 Euro Sporthosen, 10 Euro so Pullover sogar. Das sieht gut aus, Freunde. 10 Euro, dann noch diese Hemden dort. 8 Euro, 5 Euro, sehr viele schöne Preise. Kollege Essen!
So, und dann, wenn ihr wissen wollt, ob die Saison gut anfängt oder nicht, dann muss man einfach die Gäste anschauen, ob die Gäste viele Taschen haben oder nicht. Wenn die Taschen haben viele, das heißt, die Saison ist auch schon gut für die Käufer, das heißt, Einnahmen sind da. Ich denke, so ein, zwei Monate später, dann sieht man wirklich ganz, ganz viele Gäste mit vielen Taschen. Jetzt zur Zeit ist es noch so ein, ein bisschen Taschen, ein bisschen keine Taschen, weil das sind halt auch viele Gäste, die gerade in der Türkei waren, die schon oft hier waren. Weil hier ist auch schöne Geschäft. Hier stehen überall auch die Preise. Schaut mal, 5 Euro so schöne Sport-Rambo-Hemd, 7 Euro T-Shirts, ja, das sind noch die alten Preise, das ist gut. 10 Euro, 15 Euro schöne Jacken. Ganz hinten gibt's noch Winterjacken, 7 Euro schöne Pullovers, Hose 8 Euro Türkei und das ist alles original. Spaß. Dann haben wir hier einen netten Herr, der hat schöne Socken. Und ihr seht, es ist rappelvoll, die Gäste stehen Schlange. Herzlich willkommen. Ich habe grün, ich muss jetzt rennen. Wann habe ich jetzt rot? Das ging aber schnell wieder rot, ey. Zum Glück habe ich meinen Tee. Auf jeden Fall, genau, es ist echt schön, wenn sie im Hotel sind, dass man auch mal draußen einkaufen geht und halt nicht nur in den Hotels ist. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn die Türkei-Urlauber, die schon so viele Jahre hier sind, wenn ihr diese ganzen Geschäfte draußen, ja, die es schon viele, viele Jahre hier gibt, wenn ihr die weiter sehen möchtet, sage ich wirklich, dass die Geschäftsinhaber draußen euch auf jeden Fall brauchen, Freunde. Ja, also dass wir euch wirklich brauchen auch hier draußen, weil seitdem die Hotelpreise auch ein bisschen angestiegen sind, Freunde, seitdem ist es wirklich auch ein bisschen schwerer geworden für die Geschäftsinhaber, weil manche Gäste nicht mehr so viel Taschengeld mitbringen und das gab schon einen großen Verlust für uns alle. Bis jetzt, also letztes Jahr war nicht so gut, eigentlich die Saison allgemein für alle, ne? Es waren mehr Gäste da, es waren Rekordzahlen an Urlaubern hier in der Türkei bei uns, Rekordzahlen. Ja, jedes Jahr wird die Türkei wird jedes Jahr, bricht ihren eigenen Rekord jedes Jahr wieder. Also es mangelt nicht an Gästen, aber es mangelt halt dran, auch in Deutschland oder in anderen Ländern fällt das Geld nicht von den Bäumen, sondern es fällt, soweit ich weiß, vom Himmel. Spaß, also da, es fällt halt nicht, es gibt kein Geld umsonst. Und die arbeiten hart dafür. Und da fehlt es halt ein bisschen, wenn die Hotels ein bisschen teurer geworden sind, dann ist das Taschengeld halt knapper. Und das ist dann halt wirklich schade. Hallöchen, ja Freunde, ich war lange nicht da, ich weiß. Ihr wisst vielleicht, mein Dad geht's nicht so ganz gut. Aber es wird sicherlich schon, ne? Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit gehabt. Und am Strand haben wir jetzt viel zu tun. Unsere Strandbar ist geöffnet natürlich. Und das ist dann erstmal Anfang Saison ein bisschen schwerer. Ja, was heißt schwerer? Um das leichter kann ich halt keine Videos machen manchmal. Genau, hier sind wir jetzt. Boah, 328 Zuschauer, Freunde, darauf trinken wir uns ein. Darauf wird eingetrunken. Hallo, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen in der Türkei. Heute sind wir wieder in Side. Hallo. 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 Hier haben wir Cengiz Marla Boutique, Cengiz Moda. Hier haben wir unseren Vertraujuwelier, Freunde. Gold ohne Ende in der Türkei. Hier gibt's Gold ohne Ende beim Weihnachtsmann. Hallo. Also das ist unter uns wie Freundschaft, ne? Dies mit Weihnachtsmann nicht übel nehmen, bitte. Er nennt mich auch immer so komisch. Was hat er für mich nochmal für einen Namen? Er nennt mich irgendwie immer so, wie heißt das? Pommes Pizza nennt er mich. Kennst du Pommes Pizza? Weil ich ein bisschen schlanke Beine habe, sagt er. Gegensatz zu seinem wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hier, Freunde, hier haben wir die süßesten Reiseverkäufer in der Türkei, einmal den Fico und einmal Nissan. Freunde, und dieses Jahr, die wissen das nicht mal, ihr wisst das, ne? Ich hab doch gesagt, wir machen eine neue Tour. Ja. Aber ich hab dir noch nicht verraten, ne? Ich erzähl jetzt welche, und das ist eine Fahrt, die jeden Gast anspricht. Ich erzähle das sofort, ich habe noch ein Glas, ein Stück zu trinken.
Das Glas gehört zu La Perla, aber jetzt gehört das uns. Vico freut sich. Vico freut sich. So, schaut mal. Jetzt, wie sehe ich aus? Oh, die Sonne scheint mir ins Gesicht, also vom Stand. So, Freunde. Wir laufen jetzt weiter. Aber ich wollte euch einmal erzählen, ich bin übrigens gerade aufgestanden, vor ungefähr eine halbe Stunde, danach habe ich gegessen. Deswegen sehe ich noch ein bisschen müde aus, vielleicht seht ihr das vielleicht Augenringe. Mensch, ich sah mal besser aus. Aber mir geht's gut, das ist ja die Hauptsache. Auf jeden Fall, liebe Freunde, unsere neue Fahrt, die wird so aussehen. Wir werden gemeinsam, ja, ich zeige euch das so. Und ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon hält, weil ich habe vor, auch eine noch günstigere Fahrt anzubieten. Eine, wo ich habe ja manchmal so inklusive Fahrten, die halt dann doch schon ein bisschen teurer sind, aber dafür halt inklusiv sind. Jetzt haben wir eine neue Fahrt entwickelt. Könnt gerne sagen, was ihr dazu hält. Die erste Fahrt, Nissan, wann wollten wir die erste Fahrt machen? Ich habe es mit Melissa geredet, ne, nicht mit dir. Ich tue nicht so, ich habe gedacht. Oh, jene Turun. Ja. Salle, Chuck, bravo, sie hat alles im Kopf, das sind alles wie Computer, ja, ehrlich, nichts am Vergessen, super. Auf jeden Fall, das ist die Fahrt, am Samstag ist das, ja, jeden Samstag ist das eine Fahrt, da fahren wir gemeinsam mit den Gästen zum richtigen Markt in der Türkei, ja, der ist hier bei Ilija, eine richtige türkische Markt, ja, nicht wie das in Manavgat, wo auch wirklich auf Tourismus schon spezialisiert ist, sondern wir fahren richtig zum türkischen Pazar hier und das ist ganz nah, 2 Kilometer entfernt. Dort ist, müsst ihr da nicht besuchen, wer will, kann das dann halt sehen. Unterwegs sehen wir dann dieses Geschäft von den Wollnis. Und dann fahren wir gemeinsam von dort aus zu die versunkene Stadt von den Römern. Das ist auch nur 6-7 Kilometer entfernt. Bei der versunkenen Stadt von den Römern machen wir hier in den Sanddünen eine kleine Wanderung, aber wirklich nicht viel so, weil es sind auch schon mal ältere Gäste, wo man so Spaß hat beim Laufen, halt, ne, schöne Wege. Dann laufen wir später nach Side, also fahren wir erstmal hier lang, dann in Side zum Apollo-Tempel. Dort wird dann noch Fotos, Videos mit Drohne gemacht und alles. Und die Drohneaufnahmen sind ein Geschenk als richtig so eine Allround-Erlebnis, ja. Einfach die Türkei ein bisschen heimischer, mit Dörfern noch besuchen dabei hier. Und diese Fahrt wird 25 Euro kosten und es wird nur 3 Stunden gehen. Und ich denke, dass das wirklich eine schöne, preiswerte und wirklich animationhafte Fahrt ist, weil unterwegs, ihr dürft nicht einfach auf dem Markt, es wird Regeln geben, wie wir euch dann ein bisschen, wer Lust hat, so kleidet, so richtig osmanische Hütchen, dies und das, dass wir ein bisschen auffallen, dann machen wir Spiele unterwegs. Beim Apollo-Tempel verstecken wir noch was und wer das findet, bekommt ein großes Geschenk. Also wird so eine schöne Fahrt, denke ich mal. Ich habe mir gedacht, das ist schön, weil es geht nur 3 Stunden und ich denke schon, dass es preiswert ist und da freuen sich auch die Mitarbeiter, wenn sie was Neues hier anbieten können. Und wie viele Touren hast du geschrieben heute? Fico! Er ist so lustig, ja. Wie ist das? 7. Und du hast erst gestern Deutsch gelernt. Nee, gestern. Letztes Jahr. Morgen hat sie Deutsch gelernt. Erst letztes Jahr, super, ja. Doch. Wir sind sehr fleißig. Herzlichen Dank. Ihr Lieben, viel Spaß. Wir sehen uns wieder nach der Werbung. Ciao. Hier ist Milano. Daneben ist Apotheke. Tag. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Fahrt wollte ich euch vorstellen. Und viele haben gefragt, ich habe einen Post gemacht gestern. Da habe ich gesagt, am Samstag ist ja unsere Malediven-Schifffahrt. Freunde, es geht nur 2-3 Minuten, nur die Info muss ich da lassen, weil viele das wissen wollten. In der Zeit können die anderen ja sich ein bisschen umschauen. Wir laufen hier durch Chifchi Center. Wir gehen jetzt zu 3 so große Einkaufszentren dadurch. Auf jeden Fall, die Malediven-Schifffahrt bleibt am Samstag. Dann haben wir eine ganz, ganz neue Malediven-Schifffahrt, Freunde. Das wird eine sein, die wird es wahrscheinlich Sonntag, sein oder am Montag. Wahrscheinlich aber nur, ne? Am Tag werde ich noch genauer machen. Das sind halt Projekte, die wirklich sehr schnell auf die Beine gestellt werden. Da fahren wir gemeinsam nach Alanya. Und in Alanya, also während wir nach Alanya fahren, von Side, sind wir dort bei der Piratenhöhle, Liebeshöhle, richtige Piratenhöhlen, die wir dann sehen. Dann beim Kleopatra-Strand, das ist einer der schönsten Strände in der Türkei, wird gesagt.
Dort beim Kleopatra-Strand machen wir dann eine Badepause. Dann besuchen wir Alanya bei Nacht, weil dann wird es schon langsam dunkler. Den Sonnenuntergang genießen wir bei den Piratenbuchten. Bei Sonnenuntergang richtig schön. Richtig Abenteuerfahrt. Dann sind wir im Hafen von Alanya und dort gibt es dann Freizeit. Und dann erzähle ich später. Also dann meist mit Bus zurück, so noch ein paar Kleinigkeiten. Wir sind jetzt hier beim Edeljuwelier. Hallo, wie geht's Ihnen? Alles gut? Ich wollte einmal liebe Grüße da lassen. Schön, ja. Und wie läuft die Arbeit dieses Jahr? Wie ist die Saison? Hast du schon eine Tonne Gold verkaufen können, hoffe ich mal? Noch nicht ganz, okay. Wenn ihr mal wirklich einen ganz netten Juwelier kennenlernen möchtet, Freunde, einer, der perfekt Deutsch kann, auf jeden Fall bitte einmal beim Apo vorbeikommen. Das heißt Edel Diamond Juwelier. Ja, könnt ihr gern vorbeikommen. Ich stehe auf jeden Fall hinter dem, was er macht. Der hat auch eine ganz, ganz liebe Tochter, die mit meiner Tochter befreundet ist. Deswegen zeige ich gerne auch mal sein Geschäft. Der hat wunderschön traumhafte Ringe, Ketten, A bis Z, das ganze Programm. Irgendwann zeige ich mal mehr. Mach's gut, Affe. Sal. Ja, so sieht das aus gerade hier. Da. Wir sind hier im Chifchi Center. Das Chifchi Center ist ein Einkaufszentrum. Das denke ich mal schon fast 10 Jahre. 10 Jahre müsste es das schon locker geben, glaube ich hier. Hallo, hallo. 10 Jahre muss es das schon geben. Hab so lange nicht geredet. Man merkt, dass meine Stimme weggeht wieder. Die ist es gar nicht gewohnt. Ich habe halt ein bisschen ein Problem mit den Stimmbändern, Freunde. Das kommt bestimmt, weil ich so viel quassel. Und da das schon seit 10 Jahren ist, ist es auch schon mindestens 10 Jahre, eine bekannte Ecke. Hier gibt es auch schöne Bikini-Geschäfte, ja, in Chifchi Center. Riesig große Bikini-Geschäft, Freunde. Dann haben wir ein Taschengeschäft. Wo wollte ich eigentlich lang? Ha, hier lang fahren wir. Hier lang laufen wir. Heute sind wir sportlich. Und unsere Beachbar am Strand, Freunde, die ist eigentlich noch gar nicht ganz auf. Am 27. richtig große Party da, Freunde. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Sagt man eingeladen? Das heißt doch kostenlos, oder? Hallo. Könnt alle gerne vorbeikommen, werdet auch abgeholt mit Transfer, könnt über WhatsApp schreiben. Aber ich bitte darum, Freunde, wenn ihr in der Nähe seid, dass ihr läuft. Ich werde auch den Weg genau richtig euch zeigen mit einer Drohne, mit einem Video, wo lang es geht. Und am 27. Entschuldigung. Ja, so viele Daten, ne? Ich glaube, müsste der 27. sein. Ich habe das geschrieben auf jeden Fall schon auf Instagram, das Datum. In etwa 7 bis 8 Tagen ist dann eine große Party dort. Wer Lust hat, kann dann gerne kommen. Wer aber in der Nähe in den Hotels ist, würde mich freuen, wenn ihr dann ein Stück läuft und dorthin kommt. Den Weg werde ich ja dann zeigen. Hier sind wir jetzt in Kumköy. Die Straße Richtung Elvrenzeki. Hier ist auch eine große Einkaufsmeile. Hier haben wir bei Bianca und Nafi. Und genau, normal in ein paar Tagen ist die Bar erst am Abend so richtig so, dass es ein volles Programm ist. Aber heute habe ich mich schon gefreut, dass über 10 Tische unten sind bei uns in der Bar. Einen Anruf bekommen und dass schon sehr viele Gäste abends jetzt auch da sind, am Tanzen sind, ihren Spaß haben. Das freut mich sehr zu hören und gibt mir natürlich Hoffnung auf eine schöne, gute Saison. Schaut mal, hier gibt es so schöne Bilder. Richtig schön. Ich hab schon mal vergessen. Hallo, Saul. Der Herr folgt uns auch. Warte, zack. So. Ja, Freunde, wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Hier haben wir Rambo-Geschäft. Hier gibt es riesige Größen. Hier haben wir Pullovers für 10 Euro. Und alles sehr, sehr schön sortiert. Wollige Pullover, schöne. Und ganz, ganz große Rambo-Shirts. Hier haben wir ganz große T-Shirts für große Figuren, schöne Hemden und dann tolle, tolle Jacken noch dort. Hier haben wir ein schönes, wie heißt das, Gewürzegeschäft. In der Türkei, ihr wisst, Gewürze und Tee ist ein Muss für fast jeden Urlauber. Jeder Urlauber, der kommt, nimmt gern Apfeltee, Sultantee, osmanische Gewürze, sehr, sehr viele Sachen.
Und ihr habt auch eine schöne Adresse. Direkt, wenn man beim Chifchi Center rausgeht, Richtung Kumkö Mall. Hier haben wir wieder ein Geschäft. Ihr seht, dieses Jahr gibt es auch ein paar neue Sachen in der Türkei. Schöne Westen, Jacken etc. Aha, wen haben wir hier? Merhaba, Doktor, ne, otur otur. Sağ olun ya, canlı yayında. Freund, ich habe meinen Doktor gesehen. Wie gösterir seine Allah-Schüre, ja, canlı yayında. Freunde, das ist mein Doktor, der kommt mich oft besuchen. Ganz zufälligerweise ist der jetzt auch hier. Ganz, ganz lieber Mann. Wenn ihr mal einen netten Doktor braucht, der euch einfach anhört, könnt ihr gerne kommen. Dr. Ünal ist das, ja? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Zahlen, zahlen. Komischer, was macht der hier? Was macht er denn hier an der Straße? Hier haben wir auch eine schönen, was ist das? Jadenoptik. Jadenoptik, Freunde. Jadenoptik. Könnt ihr mal schauen. Das sieht nach richtig so deutschen Modelle aus, ne? Alman Modelle değil mi biraz öyle mal richtig schöne wie deutsche modellmäßig. Schaut mal. Ja, Freunde, wenn ich die Straße langlaufe, ich zeige gerne die Geschäfte von den Geschäftsinhabern, weil die freuen sich, dass sie auch ihre Waren ein bisschen zeigen können. Ha, und der Herr sagt, wer sagt von Freunde der Sonne kommt, kriegt dann auch 20% Rabatt auf die Brillen. Ich möchte natürlich nichts davon verdienen, aber das ist eine nette Geste, denke ich mal. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen und euch beraten lassen. Jadenoptik. Teşekkürler, kolay gelsin, heilig schnell. Wie ich gleich schon am Beispiel stelle, ja? Inshallah. So, Freunde, wenn wir so weiterlaufen, überall reingehen, dann kommen wir nie an. Ich wollte euch das neue Einkaufszentrum auch zeigen. Hallo. Hier haben wir Kindertrikots, für Erwachsene Trikots. Also das ist ein riesen Trikotgeschäft. Richtig schön. Und hier haben wir große so Mixmarkt, 5 Euro, 20 Euro, Trikot 5 Euro. Schaut mal. Da hinten ist Wamsis. Wollen wir da rüber mal gehen, da lang laufen? Wir laufen einmal da lang. Hier ist Ramses. Gerade habe ich von dir gesprochen. Gerade, danke sehr. Hier, ich wär's hier. Bei den Gästen meinst du? Ja, klar. Dankeschön. Wie geht's dir? Alles gut? Ich wollte nur liebe Grüße da lassen, ja. Ich komme die Tage mal vorbei, tamam? Danke sehr, danke. Ciao. Das ist Ramses. Das ist ein Tätowierer auch hier. Ramses. Da-da-da-da-da. Freunde, danke, danke. Freunde, überall, wo ich langlaufe, die Geschäftsinhaber freuen sich dann, wenn ich die Geschäfte zeige. Aber wenn ich jetzt überall reingehe, dann schaffe ich das echt nicht, bis an mein Ziel zu kommen. Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Da hinten sind auch viele Geschäfte, Freunde. Also ihr habt da einfach eine tolle Einkaufsmeile. Und hier auf der rechten Seite, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, da wird was richtig Neues, Cooles gemacht. Einmal das Las Vegas ist richtig cool und dahinter, da erwartet euch was ganz, ganz Interessantes. Da hat ein Freund von mir so krass investiert, Freunde. Ja, und ich wünsche ihm wirklich nur viel Glück. Ist auch wieder eine Bar, aber was für eine, das müsst ihr euch mal anschauen. Da werde ich noch ein Video zu machen. Hier ist die Deniz Bar, dann Istanbul und dann eben die Atlantis. Aber es ist jetzt gerade nicht allzu viel los in den Bars. 30% ist gerade voll. Das ist, liegt halt dran, weil die Saison jetzt noch nicht angefangen ist. Aber im Sommer ist eigentlich bei jedem gut was los. Überall ist halt so um die 30% gerade besetzt. Da vorne haben wir das Stella Elite Hotel. Warte mal, wo sind die? Hallo? Yorumlar ile göstermek için sola kaydırın. So, hört ihr mich, Freunde? Ja, ne? Ha. Wo soll ich hingehen, Sofian? Soll ich euch das neue Geschäft zeigen, das, was da sehr viel investiert worden ist? Ich glaube, ungefähr 300.000 Euro. Wie viel macht das? Um die 300.000 Euro. Ja, 300.000 Euro hat er investiert. Aber das ist so ein eng, das ist auch für Deutschland, aber das ist Pup heißt das, glaube ich. Pup mit so einem grünen Hut, so ein Kobold ist das? Ja, ich weiß nicht genau.
ich sag euch jetzt gleich, wo ich genau bin. Hat man eine bessere Dings. Überblick. Da hinten ist das Orange Palace, ja, und die Brücke. Hier ist die Kumkö Mall. Die ist jetzt ganz neu, die zeige ich euch gleich. Hier haben wir das Della Elite Hotel. Hier haben wir das Cido Royal Hotel. Dann, was haben wir noch? Ah, genau. Und zum Beispiel meine Beachbar, Freunde, die ist hier, wenn ihr das Della Elite findet, in der Mitte den Stern. Wenn ihr jetzt aber diese Richtung, ne, beim Eingang entlang läuft und rechts ums Hotel ist nur ein Weg. Ihr müsst den Weg rechts hinterm Hotel Richtung Strand laufen. Also ihr läuft hoch, rechts hinterm Hotel und dann geht ein Weg bis zum Fluss und den Fluss hinunter und über die Brücke, da ist unser Beachclub. Der ist auch abends geöffnet und würde mich freuen, euch dort zu sehen, auch am Abend. Von, was steht da? Von Americano. Groß, Hilmes, dank, zeig mal, SR Bar ist richtig gut. Genau, SR Bar ist auch eine sehr beliebte Bar. Hier vorne haben wir auch Palmen Bar. Ist auch eine beliebte Bar. SR Bar, die gibt es schon seitdem es mich gibt, glaube ich, die Bar. Schon sehr, sehr lange. Hallo Mohammed, mein Mann kommt nächste Woche mit dem Auto. Kann ich dir bei WhatsApp schreiben, bitte? Ja, Birgit, das kannst du gerne machen. Kannst gerne schreiben, liebe Birgit. Grüße aus Hannover, danke. Sind auch bald da am 12.05. Danke, liebe Steffi, freue mich schon sehr. Da sind wir jetzt gleich, Freunde, bei der Kumkö Mall. Das neueste Einkaufszentrum, was es jetzt gerade hier in der Region gibt. Ich habe dort ein Video gemacht, Freunde. Das werde ich auf YouTube hochladen. Das ist mit Drohnenaufnahmen, mit dies, mit das. Das könnt ihr euch gerne auf YouTube, auf unserem Kanal anschauen. Cide Antalya, Freunde der Sonne heißt der Kanal. Da könnt ihr gerne einmal reinschauen. Das Hotel ist immer noch geschlossen, das Cide Royal. Das ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, die wissen jetzt gerade nicht genau, was damit gemacht wird dieses Jahr. Dann ist hier das Castival. Ist empfehlenswert, Freunde. Kommt dorthin, da bin ich auch nicht weiter. Ich bin direkt neben Castival-Strand. Kommt dort alle hin. Kommt uns besuchen. Castival, Castival. Und es ist auch ein tolles Hotel. So, hier sind wir jetzt da bei der Shopping, beim Shopping Center Kumkö Mall. Lüge. Wir sind ja lustig. Also hier ist Shopping Center Kumkö Mall. Ich bin gespannt, ob schon ein paar Gäste da drinnen sind. Es ist halt ein ganz, ganz neues Einkaufszentrum. Und also es ist schon allgemein alles fertig. Aber so ein paar Geschäfte sind noch auch beim Aufrüsten. Ich war hier letztes Mal schon spazieren. Hier gibt es zum Beispiel einen super Gewürzhändler. Der hat uns das alles schon erklärt gehabt. Diesmal werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen, Freunde. Ich möchte euch das so grob zeigen, weil von hier gehen wir noch zu einem anderen Einkaufszentrum. Da müssen die Gäste sich dran gewöhnen und irgendwann ist auch hier viel los, denke ich mal. Hier gibt es auch, also die Geschäfte, was mir aufgefallen ist, ist schon wieder ist so ein bisschen moderner wieder. Ja, das Design und so finde ich bei manchen Geschäften. Zum Beispiel, wenn man sich da hinten die Boutique anschaut, finde ich, sieht echt cool aus. Seht ihr den Hintergrund? Ja, diese Belichtung, dieses Neonlicht, das finde ich echt klasse. Oder selbst das Schuhgeschäft ist jetzt gerade noch am Dekorieren. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, Freunde. Hier ist noch ein Optiker. Und, opa, einen Moment. So. Und dann ist das auch wieder so ein Viereck. Man geht da rein, hier rum und kommt wieder hier zurück. Und auch auf der hinteren Seite sind viele Geschäfte und auch auf dieser Seite. Hier ist das Castival Hotel. Schöne Grüße aus Schönstein. Bald sehen wir uns. Okay, ich weiß was ich. Wie geht's dein Papa, sagt Susanne? Freunde, es ist echt nicht. Also ist sehr, sehr schwer gerade für meinen Papa. Und natürlich, wenn es für ihn ist, ist auch für uns natürlich. Er wohnte in Ileja, jetzt habe ich ihn halt zu mir nach Hause genommen, am Strand, gegenüber vom Thalia Hotel.
Ja, ist leider so, dass doch schon so ein paar Maschinen dabei sind, auch unterstützen. Und wir genießen halt die Zeit, die wir zusammen haben. Wir schauen schön Sonnenuntergänge und so allgemein geht es gut, aber es ist halt gesundheitlich sehr, ist nicht so gut gesundheitlich. Aber es kann auch alles wieder gut werden. Ich lasse mich überraschen. Aber das ist halt der Grund, warum er halt nicht in den Videos zurzeit zu sehen ist. Und ja, genau. Danke alle, Dankeschön. Lieben Dank, danke. Hier haben wir die Molloffside, Freunde. Ich zeige euch jetzt ein Geschäft. Der Besitzer vom La Perla Bar, von der La Perla Bar in Kumke, der hat hier noch ein Geschäft geöffnet. Das Geschäft ist ein Frauennagel, nicht Nagelstudio, wie heißt das hier? Hä, ist das überhaupt das? Nee, ist das anders. Das sind auch halbe, ist das was anderes? Nee, warte. Das ist so ein Geschäft, wie nennt man das? Pflege für die Finger, Fußmassage, glaube ich. Fingernägel werden gemacht, glaube ich. Botox, glaube ich. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir schauen jetzt einfach mal, okay? Ui, schön, ja. Wow, was für eine tolle Treppe. Das ist hier die Mall of Cedar. Gibt es jetzt auch schon mittlerweile 4-5 Jahre, glaube ich. Danke für alle gute Besserungsgrüße. Herzlichen Dank. Aha, der liebe Murat vom La Perla schaut auch zu. Freunde, der Besitzer vom La Perla, hier hat er noch ein Kosmetikgeschäft, heißt glaube ich. Aber wie gesagt, wir lernen die Details jetzt. Ist fast fertig, oben fehlt noch das Schild, okay. Aber wenn ihr hier jetzt reinkommt, gegenüber vom Castival Hotel Luna Blanca, hier rein, direkt die Fahrt hoch und direkt eine... Ist das das überhaupt? Nicht, dass ich jetzt ein falsches Geschäft zeige. Müsste das sein, Freunde, müsste das sein. Und direkt hier ist das. Ja, das müsste das sein, auf jeden Fall. Und wer Lust hat, Murat hat auch einen neuen Weg gewagt, sich getraut, auch was Neues zu probieren, um noch ein bisschen mehr den Gästen hier zeigen zu können. Merhaba, kollegessen. Burası Murat Bey. Tamam. Tamam, super. Almanca bilen var mı aranızda biraz? Tamam, sıkıntı yok. Ben anlatırım, no problem. Also das ist eine Kosmetikgeschäft. Wir werden jetzt genau fragen, was hier angeboten wird, weil sowas hat halt noch gefehlt hier in der Ecke. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut laufen wird, weil der liebe Murat will es so professionell wie möglich machen. Ich bin gespannt, was hier alles dann auch so gibt. Wir können jetzt mal fragen. Habt ihr eine Frage? Dann frage ich das einmal. Wenn ich meine Kamera eingestellt habe, weil die Kamera irgendwas stimmt. Geh zurück. Habt ihr eine Frage? Muss halt. Kişe var mısınız denn? Ha, birkaç soru soracağım. Burayla alakalı. Türkçe soracağım. No problem. So, wie ist Ihre Name? Adınız neydi? Zuzu. Nicht Zazu, Zuzu. Zuzu ist ein wirklich sehr, sehr schöner Name. Liebe Zuzu, burada ne yapabilir bir bayan mesela? Neler var? Was gibt es hier alles? Also es gibt einmal Fingernägel, werden gemacht. Okay. Hier gibt es Pediküre. Okay. Saçlar yıkıyor mu sadece? Ya da var mı başka bir şey? Ha, Kreatin, Pflege und alles, was man mit Haaren macht. Koltum işlemler. Oradan kontur ne? Ha, kalıcı, dövme gibi. Also hier wird dann auch etwas gemacht. Medizinische Augenbrauen mit Steine, sagt sie gerade. Ich hab das noch nie gehört, noch nie gesehen. Ich hoffe, ihr versteht wenigstens, was sie meint. Ich verstehe das echt nicht, weil ich habe keine Ahnung von sowas eigentlich. Örnek var mı bu taşlı kirpikler için? Örnek? Ja, dediniz ya taşlı. Bir örnek varsa, wenn sie ein Beispiel hat. Ha, sowas in der Art. Da werden die Augenbrauen tätowiert. So in der Kaş Art. Direkt yapılıyor. O çıkar mı yine? Permanent Make-up. Permanent Make-up. Ja. Bu değil mi? Mhm. Tamam, okay. Viel kalıcılığı oluyor. 2 Jahre ist das dann geöffnet. Evet, geöffnet, sag ich. Durdurmamız gerekiyor şu anda.
Wer? Murat Bey'in haberi var. Yok yok, Murat Bey bana söyledi ya. Ben daha şimdi oradan geldim. Yok rahat ol, ben şimdi oradan geldim ya. Murat Bey araya ver de haberleri yokmuş. Ja, und dann hier sieht man, wie das schön alles gemacht wird. Und es wird noch alles dekoriert und so. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, es könnte jemand besser als ich fragen, was es da gibt, weil ich habe wirklich von solchen Frauensachen, Fingernägelsachen nicht so die größte Ahnung der Welt. Aber ihr könnt euch hier informieren lassen, denke ich mal. Und das ist, wie gesagt, erst seit ein paar Tagen geöffnet. Jetzt kommt noch sehr, sehr viel noch dazu an Deko, an Möglichkeiten, was es gibt. Ich habe sogar gehört, dass es auch Botox oder sowas geben sollte irgendwann hier. Ne? Schaut mal, wie schön. Hab ich Beauty. Ach, der Name ist das oder was? Ach so, genau, okay. Lieber Murat. Also damit, die wussten nicht, dass ich kam wegen Film, damit Bescheid weiß lieber Murat. Auf jeden Fall, das Geschäft heißt Habich Beauty, Habich. Hab ich oder Habich ist bestimmt so eine Marke wieder. Das überfordert mich gerade so, was so sein Kosmetikgeschäft. Jetzt, ich komme. Tamam. Ah, ist doch okay, sie sagt, sie wusste nicht, aber jetzt. Canlı yayında bayağı şey oldu yani, bayağı sıkıntı oldu. So, jetzt geht's weiter. Jetzt dürfen wir rein. Was gibt's denn hier? Boah, das ist ja richtig schön. Da gibt's hier. Was ist das denn? Das will ich auf jeden Fall einmal in meinem Leben ausprobieren. Çok güzel, ja? Kaffeemassage, ne? Man legt sich hier drauf und dann wird der Kopf hier massiert. Da gibt es ganz spezielle Öle, dann verschiedene Köpfe, glaube ich. Oha, das Ding ist auch heftig. Okay. Şu şey diyorum, çok acayip. Kafayı takıyorsun ya, şey oluyor, da wird man richtig kribbelig dabei. Richtig schön, ja. Ja, Freunde, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ben teşekkür ederim, çok güzel anlattığınız için. İşte daha yeni açtığınız için, daha deko geliyor, daha şu bu o, daha çok şey olur. Wie gesagt, Freunde, wer Lust hat, schaut einmal vorbei. Ist direkt in der Mall of Cedar. Ist nicht weit weg von der Straße. Ist direkt an der Straße. Rein ins Mall of Cedar. Hier hoch, die erste Treppe. Und auf der rechten Seite, der Name ist Habich Beauty. Dankeschön. Görüşürüz, kolay gelsin. Danke sehr, herzlichen Dank. Görüşürüz. So, jetzt. Also hier gibt es noch ganz, ganz viel. Ah, da ist mein Mützenmann, Freunde. Hier kaufe ich die meisten Mützen. Erkennt er mich? Kolay gelsin! Da kaufe ich meine meisten Mützen, Freunde, ja. Der hat echt tolle Mützen, müsst ihr schauen. Und ich glaube 5 Euro oder so war das, der Preis war auch gut. Souvenire und vieles mehr. Ich müsste jetzt die andere Treppe laufen, aber schaffe ich es gegen den Strom? Ich bin einer, der läuft aber sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Aber ich bin noch schneller, hoffe ich mal. Geht gut, ne? Liebe Grüße. Mensch, ich bin echt schon bekannt wie ein bunter Hund oder wie man das sagt. So, hier ist das Luna Blanca Hotel, Freunde. Hier sieht man auch schon das Beauty-Geschäft da vorne. Aber lieber Murat, du musst hier auf jeden Fall noch eine Reklame machen. So, jetzt gehe ich mal zum Strand. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr los bei uns am Strand. Am besten wäre, wenn mich jetzt wirklich jemand fährt. Also, wir gehen mal einfach jetzt runter zum Beach Club bei uns. Es ist jetzt halt noch nicht geöffnet richtig bei uns. Aber vielleicht, vorhin waren 5 Tische noch da, vielleicht ist noch jemand da. Wenn nicht, kann ich euch wenigstens schon ein bisschen die Abendatmosphäre zeigen, auch wenn sie überhaupt noch nicht ganz fertig ist, weil da kommen noch so viele schöne Sachen, werden aufgehangen, Belichtungen, Beleuchtungen und viel, viel mehr. Ich würde mich jetzt echt freuen, wenn jetzt ein Bekannter vorbeikommt, mit so einem Roller und mich runterfährt.
Vielleicht haben wir das Glück. Ich werde jetzt noch in den nächsten 2 Minuten entscheiden, wie wir zum Strand kommen, weil anrufen kann ich jetzt auch nicht. Warte, ein Taxi. Okay, ist jetzt auch kein Taxi. Also, wenn man jetzt zum Strand möchte, man läuft jetzt hier am Castival Hotel entlang, Richtung Kumköl wieder, in die Innenstadt da Richtung. Gegenüber vom Mall auf Kumköl Mall. Gegenüber von Kumköl Mall ist hier ein Weg, der hier reingeht, so ein kleiner Weg. Den muss man dann bis zum Strand gehen. Jetzt im Dunkeln wird es unmöglich sein, richtig zu erklären. Allerdings muss ich da jetzt durch, wenn ich zum Strand will. Was sagt ihr, wollt ihr zum Strand sehen? Ihr kennt den ja auch schon eigentlich, oder? Könnte ich ja auch ein anderes Mal zeigen. Das dürft ihr entscheiden, ja. Wir können auch das Video direkt beenden oder zum Strand. Weil ich habe ja schon sehr viel gezeigt, denke ich mal. Und ich muss zum Strand runter. Wollen wir zum Strand? Also bei 50 Jahren, dann suche ich irgendeinen Weg jetzt hier, diese 500 Meter runterzukommen, weil ich will jetzt nicht im Dunkeln jetzt euch so dunklen Weg zeigen. Man kann da laufen, man sieht genug normal, aber jetzt bei der, ist jetzt halt nicht die tollsten rechts und links. Ich will euch jetzt nicht langweilen, 3 Minuten runter den Weg. Komm schon, wer fährt mich jetzt? Irgendeinen anhalten und einfach sagen, hey, fährst du mich mal runter? Fährst du mich runter zum dunklen Strand? Ja, 50 Jahre, waren noch nicht 50 Jahre. 1, 2, 3, 4, okay, das sind echt schon viele. Okay, das sind echt viele. Okay. Dann lass uns jetzt schnell noch irgendeinen Weg finden, wer uns runterfährt. Sieht jetzt schwer, weil alle am Arbeiten sind hier. Taxi sehe ich nicht. So ist das beim Live-Video, Freunde. Jetzt einfach spontan was einfallen lassen. Ist eigentlich nicht so weit, aber ich finde, ich möchte euch das jetzt nicht antun, die ganze Zeit einfach so einen dunklen Weg zu sehen. Weil das sind jetzt auf jeden Fall locker 3-4 Minuten, bis wir da sind. 3 Minuten dort. 3 Minuten dauert der Weg bestimmt. Ich bin heute auch ein bisschen voll. Ist das ein Taxi? Nee. Warte, ich habe eine Idee. Aber hier ist jetzt auch keiner, den ich so großartig kenne. Dort hinten bei der Atlantis-Pappe, dann ist es der Hälfte des Weges. So, ich glaube, ich muss mir das anlaufen, Antonia. Ich glaube schon, Freunde. Okay. Also, ich weiß, ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung, Freunde. Ich habe eine Lösung. Ist das mein VIP-Transfer? Hallo? Hier ist die Lösung. So ein Elektro-Ding nehme ich. Leila. Kolay gelsin. Rıdvan'ın arkadaşıyım ben. Şu bisiklet alabilir miyim? Kaç para kira? Kimin arkadaşısın? Rıdvan mı? Direkt zeige ich dir, Patron. İçeride kendisi. İçeride bir şey kiralayacaktım. Ben şu anda canlı yayından da buraları tanıtıyorum. Şu araç var ya. Hı hı. Ondan bir versen sana zaten. İlgilenen araç, arkadaş burada değil şu anda. Allah Allah. Hı hı. Tamam, bekle. Kamerayı koyayım mı? Ya şunda az bir şey. Freunde, ich muss ganz kurz die Kamera einstellen. Der Kollege, der das vermietet, ist jetzt nicht hier, sagt er. Das. Okay. Tolle Urlauber, der Ton. Wie? Was heißt das? Taxi? Yok mu? Kim var taksi ya? Hemen ileride taksi durağı var. Of, yoruldum vallahi ya. Ha, hemen yakın şurada. O bile uzak geldi bana ya, şaka yapıyor. O Freunde ya, das ist doch echt heute. Vielleicht bräuchte das... Ah, hier ist doch auch so ein Dings. Ich frag den. Kapalı mı ofis? Kapalı abi. Şunu kiralayacaktım da yok mu? Abi kapalı vallahi. 15 dakika sonra burada mısın? Geri verirsen parasını veririm ya. Sadece aşağı benim beach club var ya. Abi korkarım ben, orada çalışıyorum. Ha tamam, teşekkürler. Nee, Freunde, wir haben echt keine Chance gerade.
Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, das bleibt live, aber ich rufe jetzt gerade wo an. Ich laufe den Strand runter. Da kommt uns jemand entgegen. Ich bin echt nicht so faul, aber ich wollte euch die 3-4 Minuten nicht antun im Dunkeln. Aber jetzt haben wir das so sind wir hier noch länger rumgelaufen anscheinend. Das war nicht geplant. Aber die sind jetzt gerade nicht mehr da, diese Elektrovermieter. Deswegen, man hört mich jetzt kurz nicht, mach mal kurz den Anruf. So, seid ihr noch da? Ja, ich hätte echt schon längst unten sein können, ja. Ich glaube, heute bin ich nicht so fit. Ich fühle mich wie früh am Morgen noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ja, ihr seht jetzt den Weg und das wollte ich euch eigentlich nicht antun. Kennt ihr das, man will was besser machen, doch irgendwie ist es dann schlechter. Ja, Freunde, ich habe das Live-Video total verkackt heute, sorry. Schaut mal, das ist jetzt Castwell und daneben ist so ein kleiner Weg, ne? Den muss man reinlaufen. Und dann läuft man hier runter zu unserer Beachbar. Und dort werde ich jetzt eine schöne Shisha rauchen, denke ich mal. Ich will jetzt keine Reklame dafür machen, aber wer gerne Shisha raucht, ne, kann dort auch. Shisha gibt es dort. Und sonst haben wir tolle Cocktails dort und fast jeden Abend ein tolles Programm. Hilfe! Leute! Oh nein! Was ist das denn? Boah, was hab ich... Oh nein, Alter! Oh Gott! Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen soll. Also, ich hab eigentlich so gut wie noch nie eine Schlange gesehen, aber das war zu 99% eine. Wieder lang gefahren ist. Hallo ihr Lieben. Hallo. 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 Wollt ihr das auch nicht? Richtig. Wo wart ihr? Wart ihr bei uns? Aber ihr wart mich besuchen. Ja, kommt zu spät. Aber du bist ja nicht da. Ich hab gehört, es sind ein paar Gäste. Wir sind noch nicht ganz geöffnet und ich hab gerade gehört, da sind schon ein paar Gäste. Da hab ich mir gedacht, dann komme ich gerade vorbei. Ja, dann sind jetzt gerade weg. Wir waren Geburtstagskind, ja genau. Echt jetzt? Ja. Oh, Mensch, ja, ich hätte noch ein schönes Lied gesungen. Haben wir eben noch ein Lied gespielt, haben die da unten. Ja. Okay, noch und waren die nett dort? Ja. Waren die Mitarbeiter echt nett? Getanzt haben wir sogar mit den Mitarbeitern. Das Logische, was war das? Schön, das freut mich zu hören. Dann, ja, danke, danke. Alles dann schön. Sehen wir uns wieder nach der Werbung. Ich muss weiter runter gucken, was noch zu machen ist. Ciao, 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 danke. Freunde, ich habe eine kleine Schlange gesehen. Und mal ganz selten hier. Und vor allen Dingen auch die Zeit, glaube ich. Aber Türkei gibt es halt welche. Und da hier der Fluss, aha, Autos da. Din, din, din. Warte, einmal Bluetooth ausmachen. Musik kapatsana, Musik. Kapatiosa Bluetooth balane. Tamam. Machst du die Tür auf, bitte? Ah, okay. Super. Ja, wir waren jetzt auch schon fast da. Also die Hälfte ist jetzt gelaufen. Zum Strand. Wir wollen Party machen. Okay, dann wohin. Wir wollen Spaß. Du gib Gas, du gib Gas. Ich hoffe, man hört mich und nicht, dass das Auto Bluetooth jetzt selber reingemacht hat. Hört ihr mich, Freunde? Weil manchmal gibt es so Probleme wegen Bluetooth, dass das Auto sich verbindet, dann hört man mich nicht mehr. Warte mal da, Massage da. Ah, okay. Sind noch ein, zwei Tische, sagt der Mitarbeiter bei uns. Ja, yeah, man hört mich. Super. Also man läuft den Fluss jetzt hinunter, ja? Ja, diesen Weg muss man runterlaufen, aber am leichtesten ist eigentlich, wenn man sowieso in den Hotels ist, man kann vom Strand sofort zu der Bar kommen. Ich habe mal echt eine Frage, wer von euch weiß, wie das hier zu finden ist? Weil ich merke, glaube ich, dass ich viel, viel mehr zeigen muss, wo das hier genau liegt. Jetzt dieser dunkle Weg soll ich keine Angst machen. Normal von der Promenade kann man auch kommen hier vorne, da ist eine Promenade. Schei, Jamlal Kapitan. Aber, Kindersicherung. Man kann auch von der Promenade zu unserem Stand. Ich, also Obi weiß, wo das ist. Obi, du hast ja auch gut getrunken hier, hey.
Obi hat den Weg hier ganz leicht gefunden, aber der zurück war, glaube ich, schwer, Obi, oder? Der hat echt gut eingedrückt gehabt. Ja, wir hören dich super, das freut mich. Ute, weiß nicht, wo das ist. Ute, schau mal, hier ist das Exante Hotel, dann das Tui Blue, dann Dragon. Das ist so eine Promenade, hier wird jetzt auch noch belichtet. Wow, das sieht richtig cool aus von außen, sehe ich gerade, unsere Bar. Aber ist noch nichts fertig, ist wirklich noch nicht fertig, so wie ich es haben will. Dieses Jahr wird es noch schöner als letztes Jahr. Der Garten, die Palmen werden von unten belichtet. Also wir haben wirklich noch viel vor. Aber das meiste wird in ein, zwei Wochen fertig sein. Eine traumhafte rollende Wiese wird da sein. Ja, so, ja. So ist es ja, war im anstrengend. Ja, das war anstrengend zurück, ne? Laufen jeden Tag vorbei, sagt Conny, okay? So, Freunde, so sieht das aus. Aber hier jetzt, ne, dieses Feld, hier war alles Schmutz immer damals, von den Jahren lang. Und hier ist jetzt Erde alles, ein Turm. Ich mache hier richtig grüne Wiese, richtig tolle Lichter, Hängematten. Und hier kommen richtig, hier wird alles beleuchtet noch. Hier ist der Eingang. Hier wird jetzt, hier kommen auch richtige Tabellen und Lichter und Halleluja. So. Aber dieses Jahr sieht schon doch ein bisschen anders aus als letztes Jahr. Der Eingang